Dieser schwarze Raum ist so das virtuelle Äquivalent zum weißen Blatt, das berühmte weiße Blatt. Das genau gleiche hat man natürlich auch dann in diesem Programm, wenn man für VR etwas gestaltet. Aber das kann schon extrem lähmend sein, weil du sitzt da davor und du hast das Gefühl, du kannst alles machen, was du willst, weil du kannst Räume erschaffen, die könnte ich so physisch gar nicht bauen im echten Raum. Und plötzlich wird einem da so alle Tore geöffnet. Und deshalb habe ich mir eben überlegt, deshalb habe ich extra die Oculus Quest Brille genommen, weil die hat sehr spezifische Limitationen noch, was sie machen kann, was nicht. Also wie voll kann das sein, wie viele Objekte kannst du reinstellen und so. Es ist ein Standalone-Headset, ziemlich neu. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Modellen muss das nicht an einen Computer angeschlossen werden. Und dann kann ich das einfach aufsetzen und loslegen. Was natürlich anders ist an diesen Visionen, die man hat durch Virtual Reality, ist, dass sie im Moment noch sehr visuell sind und eigentlich nicht physisch. Selbst wenn ich da jetzt eine Pflanze vor mir stehen sehe, werde ich sie nicht spüren, wenn ich sie anfasse. Plus natürlich ist es komplett kontrolliert von mir, was da passiert. Gleichzeitig kann dieser virtuelle Raum und dieser physische Raum vor allem in Augmented Reality verschmelzen. Und Augmented Reality bedeutet, dass man eine digitale Schicht einflechtet in die physische Schicht. Also dass ich jetzt hier sitzen würde und ich sehe hier vor mir einen kleinen Fisch, einen kleinen digitalen Fisch durchschwimmen und dieser Fisch versteht auch, ah, da steht etwas, um das kann ich herumschwimmen, dieses Verschmelzen. In meinem Projekt findet man sich in einem Wald wieder, der alles so aus papierigem Material gebaut ist. Ab einem gewissen interaktiven Moment schrumpft man rein in die Zelle und man befindet sich dann plötzlich in der Zelle vom Gras, auf dem man vorher gestanden ist. Ein kleines Weilchen vergeht und man bewegt sich weiter in die Chloroplasten der Zelle rein und in den atomaren Raum und ist nur noch von diesen Partikeln umgeben. Und es ist eine kurze Geschichte zum Raum, in dem wir leben, zum Raum, der wir selber ja auch sind. Und es ist auch eine Reflexion für mich persönlich jetzt über das Medium selber. Auf jeden Fall kann es das Tor zur Hölle sein. Es war aber jetzt meistens das Tor zum Himmel oder zum Wunderland, besser gesagt, zu Alice.